Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Stardew Valley, unsere Abenteuer auf dem Bonnyhof. Oh. Mani, hallo Shazadi. Siehst du den Hund hier? Ja, der ist voll süß, er sieht aus wie meine Bonnie. Ui. Der ist aber laut. Ich habe ihn an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, er ist ein Streuner, armes kleines Ding. Oh nee. Es scheint ihm hier zu gefallen. Hey, meinst du nicht, dass dein Hof einen guten Hund gebrauchen könnte? Ja! Waldi. Nennen wir die mal Peggy. Komm her, Peggy. Sei ein braves Hündchen, ja? Oh, bei uns blüht was. Wir haben Ernte. Cool. Aber auch alles, oder? Was wir ernten können. Ja, hier können wir noch gar nichts ernten. Hier auch noch nicht. Okay. Nein! Die verkaufen wir jetzt gleich, aber ich wollte erst noch gießen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, die Tulpe mitzunehmen zum Verkaufen. Wir brauchen ja Geld, ihr wisst. 4000 und so. Und wir brauchen eins. Und das hier zwei? Hm. Sieht mir fast aus wie... Ne, ist ein Feld, ne? Eins, zwei... Eins, zwei... Drei... Vier... Ne, wir brauchen nur vier neue Samen. Okay. Warum habe ich jetzt eigentlich da schon mitgegossen? Na, ist egal, braucht man nachher nicht gießen. Brauchen wir nur noch einpflanzen. Weil gegossen ist ja schon. Und? Ja, es reicht gerade so. So. Gießkanne weg. Tulpe rein. Da müssen wir nur echt aufpassen, ne? Dass wir nicht diese vier Sachen verkaufen, die wir dann im Haus brauchen. Oder wir gehen zuerst in das Haus. Aber bis wir da sind, hat wahrscheinlich der Laden auch schon offen. Oh, da ist noch ein neuer. Die holen wir auf dem Heimweg. Neuer Löwenzahn. Die Sachen müssen wir jetzt echt immer pflücken, wenn wir was sehen. Ah! Mittwoch Ruhetag. Nicht euer Ernst. Nein. Moment, ich bringe die Tulpe wieder zurück, sonst passiert ein Unglück. Jetzt haben die Mittwochsruhetag. Darf nicht wahr sein. Oh Mann. Das können wir auch trotzdem machen hier. Ach ja. Natürlich hat man mitten in der Woche Ruhetag. Was klöppelt denn da so?
Da hier kann man aber echt nichts sonst machen, ne? Finde ich ein bisschen schade. So. Bündel komplett. Belohnung. 30 Frühlingssaat. Wow. So, was haben wir hier noch? Bündel sammeln Winter. Winterwurzel, Kristallfrucht, Schnee, Süßkartoffel, Krokus. Okay. Bündel sammeln Exoten. Kokosnuss, Kaktusfrucht, Höhlenkarotte, roter Pilz, violetter Pilz, Morschel, Kiefernteer, Eichenharz, Ahornsirup. Okay. Bündelkonstruktion. 99 Holz, 99 Holz, 99 Stein, 10 Hartholz. Okay. Gewürzbeere, Weintraube, Edelwickel. Herbst, gewöhnlicher Pilz, Wildpflaume, Haselnuss, Brombeere. Ja, cool. Oh. Oh. Guck mal, wie er das wegträgt. Ist das nicht süß? Das ist voll putzig. Okay, hier ist ihr Eingang. So, jetzt gucken wir mal, was wir da bekommen haben. Speisekammer. Bündel Nutzpflanzen. Pastinake, Bohne, Blumenkohl, Kartoffel. Wir brauchen Blumenkohl. Schiete. Wir brauchen noch einen Blumenkohl, eine Pastinake, eine grüne Bohne, einen Blumenkohl, eine Kartoffel. Qualitätsnutzpflanzen. Handwerker, Trüffelöl, Stoff, Ziegenkäse, Käse, Honig, Gelee. Oh Gott, was wir alles herstellen können noch. Milch, Ei, Ei, Milch, Ziegenmilch, Wolle, Entenei. Oha! Nutzpflanzen Sommer, Nutzpflanzen Herbst. Oha, oha. Wo soll man das alles herkriegen, bitte? Aquarium. Oh nein. Oh nein. Krabbenreuse. Teichfische. Ozeanfische. Oh nein. Also immer weiter probieren mit dem Angeln. Hey du, ich habe letztes Mal bei Bias vorbeigeschaut und Pastinake gekauft. Das erste Mal seit langem, dass ich etwas dort, sowas dort gesehen habe. Also ich habe es letzte Nacht zu Abend gekocht. Das ganze Haus roch appetitlich. Es war ein Hit. Ich bin froh, dass Bias Lager endlich wieder erweitert wird. Jedenfalls. Was hast du gesagt? Es ist schon 12 Uhr, meine Güte. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Hast du das Spiel letzte Nacht gesehen? Oh, warte, du hast ja überhaupt keinen Fernseher. Ach nee, doch, ich habe einen Fernseher. Hm. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Ja, nein, machen wir. Gerade zu diesen Zeiten sowieso. Sieht nach einem guten Tag zum Ballspielen aus, oder? Wenn du kein Mädchen wärst, würde ich dich glatt zum Ballspielen einladen. Ich will mit dir Ball spielen. Wirklich? Ich habe dich wohl unterschätzt. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal.
Ah ja, jetzt einen Rückzieher machen, ist klar. Aber es gibt nichts Besseres als eine starke Tasse Kaffee am Morgen. Ja. Wo geht er denn hin? Ach ja, so, den Löwenzahn wollte ich nämlich noch mitnehmen. Und jetzt haben wir 30 Samen bekommen. Oh, da oben ist noch einer. Wir können hier drüber gehen. Außer Betrieb. Der Bus Richtung Kalikowüste ist momentan nicht in Betrieb. Ah, da kommen wir noch woanders hin später. Coole Sache. So, wir brauchen Pastinake. Blumenkohl. Pastinake, Blumenkohl, Bohne und Kartoffel. Komm, wir machen hier noch eine Dreierreihe daneben. Ich will das nicht so einen Riesenklotz haben. Nein! Eins, zwei, drei. Vier. So, weil es ist schon wichtig, dass wir das direkt alles ausbringen. Ja, wir brauchen Geld. Unser Hühnerstall wartet. Und für den Hühnerstall brauchen wir natürlich auch einen schönen Platz, ne? Sollten wir uns im Vorfeld Gedanken drüber machen, tatsächlich. So. So. Nee, Gießkanne machen wir erst voll. Ja, coole Sache. Ich hatte eigentlich erst gedacht, bei dem Spiel wird es vielleicht irgendwann schnell langweilig, aber dem scheint tatsächlich nicht so. Die Frage ist nur, wo ist denn unser Hündchen? Oder ist der drin? Wollen die Sachen hier eigentlich wegmachen? Nee. Hinten hören noch ein Stein, eine Art Steinplatz. Hier hinten kommen wir doch, hier kommen wir durch. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir erst hier noch ein bisschen frei. Ich weiß, wir könnten essen, um unsere Energie aufzufüllen.
Und da bin ich im Moment auch nicht so der Fan von, tatsächlich, weil wir brauchen das als Geldspender. Ich bin langsam erschöpft. Was sind das hier? Ach, das sind wieder Samen. Weil wir müssen ja rekultivieren dann auch irgendwann, ne? Ne, es geht sich nicht mehr aus. Der ging sich noch aus. Jetzt wird es auch dunkel. Gut, dann kommen wir nämlich ins Bett. Wir haben noch eine gemischte Saat bekommen. Wir hatten ja schon gewässert, ne? So. Ja, wir gehen ins Bett und schlafen. Ach, gucken wir heute Morgen mal. Oh, hier ist einiges erntereif. Erst gießen. So. Gießen muss sein, wenn es nicht regnet. Wir wollen ja möglichst schnell. Wieder Grams verkaufen. Post haben wir auch, sehe ich gerade. Ich sehe aber unseren Hund immer noch nicht. Hat er mich jetzt erschrocken? So, wir brauchen. Wo ist denn der Hund? So, hier soll das Feld. Obwohl, komm, lass mal. Wir werden die Sachen. Auch direkt da oben hinbringen. Oder meint ihr, wir sollen es als Ganzes rüberbringen? Ich dachte, man kann dann da immer was beilegen, wenn man es hat, tatsächlich. Ich denke mal, das machen wir auch. Frühlingszwiebeln, ich weiß nicht, heben wir uns noch mal auf. Ich weiß nicht, für was wir die brauchen. Die verkommen aber auch. So. Narzisse. Oh, wir könnten Grünalgen essen. Okay. Nee. Oh, jetzt hat er sie doch gegessen. Plus 45 Energie. Geh doch mal in den Briefkasten. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gilfinderlohn. Robin. Manis Wrench benutzt, um Holz zu hacken. Manis Wrench? Ist doch direkt unter uns. Komm, dann gehen wir unten rum. Kommen wir denn da auch wieder hoch? Theoretisch ja, ne? Ich würde zwar lieber erst das Zeug verkaufen.
Aber gucken können wir ja mal. Ja, Leute, also das Angeln müssen wir uns irgendwie... Ui, es stinkt. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Really? Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther, der Mann, der das Museum leitet, warum denkst du, dass er ihn hat? Ich habe mal einen großen alten rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In eine gruselige Kanalluke wie diese kann nur ein großer alter rostiger Schlüssel passen. Aha. Irgendwas darin bewegt sich. Oh nein, was da unten für Müll rumliegt. Auf Marnie's Ranch beim Holzhacken hat er sie verloren. Wir müssen aber auch aufpassen, dass es nicht zu spät wird. Und ich komme später nochmal suchen. Oh, kennen wir die schon? Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Wenn du dich in ein Buch verlierst, vergisst du ganz schnell die Realität. Vielleicht lese ich deswegen so gern. Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Das ist nicht schlimm. Oh. Ich bin fest entschlossen, heute meine Klamotten zu sortieren. Ich werfe alle Vorjahrsmodelle weg, um Platz für Neues zu machen. Ja, dann mach du mal. Verschwendung. So. Hoho. Wir brauchen Blumenkohl. Komm, wir nehmen noch eine. Ansonsten... Bohnen kommen noch, Kartoffeln kommen noch, ne? Weil das ist ja das, was wir brauchten. Pastinaken, Bohnen, Blumenkohl und Kartoffeln. Meine ich. Oh Gott, es ist schon wieder viel zu lang. Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich natürlich über ein Abo am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal auf dem Bonnyhof. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.